Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TSV Bayer Dormagen. Endstand vor 2376 Zuschauern, 28:25. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Ja, erstmal guten Abend und Glückwunsch auch für den schlussendlich verdienten Sieg an meinen Trainerkollegen. Wir haben es schwierig heute gehabt, weil wir nur 9 Leute hatten. Wir haben sowieso die jüngste Mannschaft der Liga und kämpfen uns da zurzeit ein bisschen durch. Wichtige Spieler fehlen, erfahrene Spieler, darum mussten wir auch die Abwehr heute nochmal umstellen. Problematik war, dass wir nur noch einen Innenblockspieler hatten. In der ersten Halbzeit, würde ich sagen, haben wir schon einige Chancen gehabt, haben aber auch gerade was im Rückraum angeht, nicht so konzentriert und platziert geworfen, haben es den gegnerischen Torhüter leicht gemacht. Dazu kam noch, dass wir eigentlich so 3 Abpraller, die wir eigentlich schon hatten, dann wieder aus den Händen gegeben haben. Das hat mir nicht gefallen, das haben wir auch klar und deutlich angesprochen. In der zweiten Halbzeit war es so, dass wir vor einem besseren Handball gespielt haben, waren konzentriert in unseren Abschlüssen, auch wenn wir nochmal einen Gegenstoß verworfen haben, haben eine Abwehr gekämpft. Aber schlussendlich, wie gesagt, wir sind zufrieden, dass wir in der zweiten Halbzeit auch gewonnen hier haben. Als Trainer darfst du natürlich nie zufrieden sein, wenn du ein Spiel verlierst, ob du das in Erlangen hast oder in Neuhausen oder so, das ist ganz egal. Aber wir können vielleicht darauf aufbauen, dass es hier schwierig werden würde, war mir auch klar. Und das wurde uns in der ersten Halbzeit auch gezeigt. Und wie gesagt, aber wenn man eine zweite Halbzeit gewinnt in Erlangen, dann kann man natürlich auch etwas Positives mitnehmen und auch ein bisschen Motivation für die nächsten Spiele. Danke. Vielen Dank, Herr Baumann. Robert, wie hast du die letzten 60 Minuten gesehen? Ja, erstmal danke, Jörg. Schönen guten Abend. Selbstverständlich wissen wir alle, dass wir viel, viel besser spielen können. Wir sind enttäuscht. Wir müssen auch uns ein bisschen schämen für manche Sachen, was wir heute gemacht haben. Wir haben uns ein paar Sachen vorgenommen, hat überhaupt nicht geklappt. Und man weiß, dann ist es schwer, wenn man in diese Situationen kommt. Klar, wir haben jetzt viele Spieler, die körperlich sehr viel machen muss, auch mental. So da muss ich auch meine Jungs ein bisschen in Schutz nehmen. Viele haben das nicht einfach im Moment mit diesen Sachen. Aber wir können natürlich sehr, sehr viel besser spielen als heute. Und wir haben Glück gehabt, dass wir 2 Punkte geholt haben. Und das ist das Einzige, was wir mit zufrieden sein können heute. Danke, Robert. Stefan, wie sieht deine Einschätzung aus? Ja, auch ich beginne mit den positiven Dingen. Wir haben 2 Punkte geholt. Das ist natürlich enorm wichtig. Und das ist das, was wir auch heute uns vorgenommen haben. Die zweite positive Nachricht ist, es wurde ja vorhin bekannt gegeben, Ole hat es ja selbst gemacht, dass Ole Rahme seinen Vertrag oder wir gemeinsam Oles Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2017 verlängert haben. Ich denke, das ist für alle HC-Fans eine tolle Nachricht und bringt uns ein Stück wieder in die richtige Richtung zum Thema Kontinuität und auch in die Richtung, dass wir für die nächste Saison wieder eine super Mannschaft zusammen haben werden. Die dritte positive Nachricht ist, dass Bayer Dormagen aus dem Reservoir der unglaublich vielen überdurchschnittlich guten Jugendspieler das Beste macht, trotz vieler Verletzte. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, was da in den letzten 10 Jahren aufgebaut wurde. Und deswegen drücke ich euch, Jörg, auch wirklich die Daumen, dass ihr in der Liga bleibt, weil ich glaube, das ist für den deutschen Handball sehr wichtig, was da geleistet wird. Und die Spieler, die aus dieser Arbeit hervorgehen, viele spielen in der Bundesliga mittlerweile, also das dafür wirklich großen Respekt. Ja, negativ ist natürlich, dass man mit dem heutigen Spiel überhaupt nicht zufrieden sein kann. Also ich glaube, es ist das erste Mal überhaupt, dass wir alle extrem enttäuscht sind und auch sauer sind, weil wir uns so einfach nicht präsentieren wollen
Und nach der 8- oder 7-Tore-Führung zur Pause hat es in der Kabine schon relativ laut gescheppert. So habe ich Robert auch bisher noch nicht erlebt. Und auch mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden, dass die zweite aber dann noch schlechter wird. Das muss man in dieser Deutlichkeit mal sagen. Damit war nicht zu rechnen. Aber gut, letztlich muss man das abhaken. Wir haben eine ganz schwere Woche vor uns und das ist auch das Positive. Wir haben zwei tolle Spiele, auf die wir uns freuen können. Jetzt wieder mit dem Spiel in Essen am Freitag, wo wir hoffentlich wieder auch über eine Fanunterstützung uns freuen können. Ich glaube, dass viele auch mitfahren werden, trotz des ungünstigen Termins. Und haben dann am Sonntag natürlich hier das Spitzenspiel gegen Minden vor der Brust. Und da können wir uns drauf freuen. Und da kann die Mannschaft jetzt unter der Woche nach 2 Tagen Pause jetzt dann intensiv arbeiten, sich wieder auch besser zu präsentieren und wieder eine bessere Leistung abzurufen. Danke, Stefan. Zeit für eure Fragen. Bitte nutzen Sie das Mikro. Hannes Ries, Handballwoche. Herr Andersson, Sie haben in beiden Halbzeiten relativ früh eine Auszeit genommen. Was hat Sie konkret gestört? Ja, dass wir vorher ein paar Sachen abgemacht haben, was wir heute umsetzen wollten, trainieren wollten. Und das haben wir einfach nicht gemacht. Deswegen war frühe Auszeiten, das war ich überhaupt nicht zufrieden mit. Und da bin ich enttäuscht. Also all Respekt für Dormein, die haben das super gemacht. Aber ein paar Spieler von uns oder unsere Spieler müssen einfach da viel, viel bessere Lösungen finden und so weiter. Und da sind wir sehr enttäuscht. Und diese Sachen, was wir vorher besprochen haben, hat überhaupt nicht funktioniert. Was mir aufgefallen ist in den letzten oder im letzten Spielabschnitt, dass die Deckung an der Linie geklebt ist und auch bei einer defensiven Deckung diesen letzten Aktivschritt nicht gemacht hat und den Gästen natürlich die Gäste förmlich animiert haben zum Werfen. Ja. Nee, stimmt. Wir wollten auch versuchen, die Gelegenheit heute so unsere alte 5-1-Abwehr zu trainieren. Hat auch ein paar Minuten praktisch gekriegt, aber man hat auch gesehen, diese Abwehrspiel und zwei Chris ist ja leider auch ausgefallen mit Adduktorenproblemen. Das mussten wir noch umstellen. Martin ist Jonas ab halb. Und man hat gemerkt, dass nach 15, 20 Minuten stand Jonas und Nico mit Händen am Knie und waren kaputt. Und dann fehlt diese eine Sekunde oder halbe Meter oder Meter, was man in der Mitte rausgehen muss. Wir haben trotzdem versucht und gesagt, wir legen alles in Abwehr rein und dann vielleicht ein bisschen weniger oder anders, aber ja. Letzte Frage. Durch den Ausfall von Horak und Preis mussten die anderen Spieler, die Kameraden, stärker ran. Man merkt es auch, also das heißt, die körperliche Belastung ist auch höher. Wie setzen Sie jetzt die Regeneration an im Hinblick auf das schwere Wochenende? Jetzt müssen wir sehr, sehr clever, vorsichtig trainieren, um diese zwei Spiele zu überstehen und schaffen. Gibt's auch, das hat ja jede Mannschaft, aber bei uns Martin Kleinigkeiten, Tümmler, Nico, Jonas, wir müssen da richtig clever sein, regenerieren, um völlig für das wichtige Spiel für uns Essen, dass wir alles da 100% geben können. Und hoffentlich, dass nichts Schlimmes mit Chris ist, dass der auch ein paar Minuten spielen kann. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, ist es jetzt vor allem auch Kopfarbeit, die gefragt ist, Mentalitätstraining? Denn mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit kriegt er am nächsten Freitag und Sonntag ganz klare Bretter. Ja. Nee, ich habe das auch vorher gesagt. Also, das ist auch schwer für ich habe vollen Respekt, wie Stefan gesagt, und auch für Jörgs Arbeit mit Dormein, aber dann fängt man an, du führst mit 7, du spielst gegen die Vorletzten, die kommen mit ein bisschen weniger Leute auch heute, weil die krank und so, und fängt man dann auch ein bisschen körperliche Nachlässigkeiten schon zu haben und dann fängt Kopf an, aber wir führen mit 7, das läuft weiter. Jeder weiß, im Sport gar nicht läuft, wenn du nicht 100% geben kannst, 2 Kämpfe gewinnen, voll das sein und dann kommt leider solche Spiele. Das darf nicht so passieren wie heute.
Das gebe ich zu, weil manche Fehler habe ich nie erlebt. Aber das ist verdammt schwer und viel ist mental. Aber ich glaube, die Jungs können sich gegen diese, weil das sind, gegen Essen ist ein verdammt wichtiges Spiel. Und da glaube ich, das wissen alle von uns, worum es geht. So, da glaube ich, das kriegen wir mental hin. Christoph Binisch, Nürnberger Nachrichten. Robert, du hast es in der Halbzeit versucht, laut zu werden mit der Mannschaft. Das hat offenbar das Gegenteil ausgelöst. Sie wurde noch verunsicherter. Wie geht man jetzt mit so einem Spiel um mit der Mannschaft? Spricht man das nochmal laut an? Lässt man die Mannschaft hart trainieren oder muss man sie ein bisschen streicheln, weil sie sowieso offenbar angeschlagen ist mental? Ja, wir volle Kader werden wir bestimmt hart trainieren, aber das können wir nicht. Also wir müssen, also die Jungs, man macht ab und zu mal so ein Spiel, was überhaupt gar nicht klappt. Wir müssen weiter von neu. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, wie gut wir spielen können. Wir haben gewonnen, 2 Punkte. Klar, gewisse Fehler müssen wir abstellen von manchen Spielern, manche Sachen. Das darf man uns nicht gegen andere Gegner, vor allem auswärts, erlauben. Aber wir müssen einfach weiter arbeiten, körperlich, mental, Selbstvertrauen, auch in diese schweren Wochen. Das heißt, die Mannschaft auch ein bisschen stark reden, sie an ihre Stärken erinnern? Klar, ja. Also wir haben das ja bis jetzt oft auch gezeigt, wie gut wir spielen können und dass nicht alle Spiele so gut läuft, das weiß jeder auch. Und da habe ich keine Angst, dass wir da hinkommen. Und ich bin voll davon überzeugt, dass wir auch in Essen gewinnen am Freitag. Nochmal zu Chris Nienhaus. Er hat sich in der ersten Halbzeit schon an die Leiste gefasst und ja. Sichtlich gehumpelt. Wie schlimm, oder was kann man schon was sagen? Weil es wäre ja der dritte da von den wichtigen Abwehrspielern. Morgen das kontrollieren oder Röntgen oder richtig ab. So wie es aussieht, ist es nicht so schlimm. Die Ärzte haben jetzt oder kleine Prognose, dass da wieder am Wochenende spielen können. Aber wir müssen das richtig auch abchecken und dann sehen wir weiter. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei den Gästen, wünsche eine gute schön nach Hause zu kommen. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächsten Sonntag zum Spitzenspiel gegen Minden wieder. Vielen Dank. Tschüss.